Ich glaube, man kann nicht mehr Gesellschaften so klein teilen, wie wir es früher gemacht haben. Man hat so Kasteln gehabt, die einen verhalten sich so und die anderen verhalten sich so. Das ist nicht mehr so. Da gibt es Leute, die kaufen sich um 130.000 Elektroauto und fahren zum Discounter einkaufen, was überhaupt nicht zusammenpasst. Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute zu einem für uns sehr, sehr erfreulichen Anlass. Wir haben nämlich gerade ein Auto bekommen. Ja, eine super Kooperation mit unserer Lieblingsautomarke Skoda. Und die gibt es seit 30 Jahren in Österreich. Und seit 30 Jahren wird diese Marke geführt von einem Mann. Ja. Also quasi ja das Urgestein oder Mr. Skoda, könnte man auch sagen. Mr. Skoda Österreich. Max Ecker, schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr bei uns jetzt in Salzburg da seid und dass wir ein bisschen über Skoda plaudern oder über die Dinge, die ihr heute wissen wollt. Lieber Max, du hast vor 30 Jahren begonnen mit einem kleinen Team, 8 Mitarbeiter, und hast die Aufgabe bekommen, Skoda Österreich zu etablieren. Wie war das damals? Ja, es ist 1991 die Entscheidung im Konzern gefallen, bei der Porsche, dass Skoda in den Volkswagen-Konzern kommt, und dann ist bei uns in Salzburg die Entscheidung gefallen, nachdem wir mit dem Graf von Stift ein Gentleman Agreement getroffen haben, den Skoda-Import für Österreich und dann auch für Ungarn aufzubauen. Und das war dann mein erster Job. Ja, es war nicht unbedingt der Job, um den sie alle gerissen haben, aber mein Chef hat gesagt, ich mag's, du magst es, und damit war das erledigt. Weil du gerade gesagt hast, ja, es hat sich keiner drum gerissen. Es war am Anfang so, dass die Imagewerte von Skoda, du hast gesagt, sogar negativ, im negativen Bereich waren, wie du angefangen hast, oder wie war das? Ja, ich habe einige Marketing-Ausbildungen gemacht und auch das Thema Marktforschung und so war da immer drinnen. Also ich habe bis dorthin nicht gewusst, dass es negative Imagewerte gibt. wir haben damals einen Wert gehabt, der ist unter der Nulllinie geblieben. Der große Nachteil für Österreich war ja der, dass die Bekanntheit aufgrund der Nähe zu Tschechien doch relativ groß war, und ein schlechtes Image bei einer relativ hohen Bekanntheit, das hat schon sehr, sehr viel Arbeit gekostet, aber wir haben, glaube ich, eine ganz nette Idee gefunden, wenn wir mit denen umgehen. Also dann muss man eigentlich sagen, wenn man 30 Jahre zurückdenkt, und das kann ich gerade halt noch, früher war Skoda so ein bisschen, ja, das alte Oma, alte Opa-Auto, und heute ist Skoda das modernste, coolste und ja auch meistverkaufteste Auto in Österreich. Da hat sich schon gescheit was da. Ja, da steht eine sehr, sehr bewegte Geschichte dahinter. Die Generation, die vor mir war, hat Skoda noch ganz, ganz anders erlebt. Skoda war die Weltmarke, weit vor allen bekannten Premiummarken, die es heute gibt. Die Königshäuser, die Kaiserhäuser sind bis 1940 Skodas gefahren, 8-Zylinder-Motoren, wirklich tolle Autos, und dann ist einfach diese kommunistische Ära gekommen, die einfach verhindert hat eine Weiterentwicklung. Und wie wir dann 1991 begonnen haben, wie Volkswagen begonnen hat, ist Skoda, wenn man so will, aus dem Dornröschenschlaf von uns wieder wach geküsst worden. Apropos wachküssen, wir küssen jetzt mal unser Bierchen ja wach. Nämlich ein herrliches Zipferhell, alkoholfrei, und mit dem stoßen wir jetzt an. Natürlich alkoholfrei, weil wir ja nachher noch heimfahren. Ja, ne? Wir fahren ja natürlich mit dem neuen Auto heim. Cheers. Gerne auf unserem Instagram-Account anschauen. Voll foliert, ein Skoda Kodiaq ist quasi der größte SUV. Das ist echt ein tolles Auto, aber bringt mich ein bisschen auf eine Frage. Und zwar hat es ja irgendwie die letzten 10 Jahre eher so den Trend hingeben, immer zu kleinere Autos, so Smart und Mini so in die Richtung. Also dieser Stadtflitzer, der immer kleiner wird, immer energiesparender wird. Und eigentlich ist doch in den letzten 10 Jahren das immer mehr hingegangen zum SUV, oder? Nicht nur bei Skoda, sondern auch generell. Der Trend zum SUV ist ja seit der Jahrtausendwende ungebrochen. Was passiert ist, und speziell unser Konzern hat da sehr vehement darauf gearbeitet, dass die Abgaswerte, dass die Umweltverträglichkeit dieser Autos jetzt auf einem Niveau ist, wo man jeden kleinen PKW vor 10 Jahren noch bewundert hätte. Also da hat sich wahnsinnig
viel getan. Ja, wenn ich an eins von meinen ersten Autos denke, an Käfer, der hat 14 Liter braucht bei 32 PS. Heute fährt man einen Skoda Kodiaq RS mit 240 PS, der die Hälfte braucht davon. Ist ein Wahnsinn. Aber nur mal zum Anfang zurück, du hast gemeint, ihr habt so schlechte Imagewerte gehabt, dass die sogar negativ waren. Was waren da so die ersten Steps, dass du das drahst? Oder wie hast du das gedreht, dieses Image? Ja, wir haben einfach gesagt, wenn sich alle über uns lustig machen, was ja auch so war, dann machen wir uns in der Werbung auch über uns lustig. Mhm. Und wir haben solche Formulierungen gehabt wie der Ostblock Ferrari jetzt auf Österreichstraßen oder der Slogan war Skoda ein Auto zum Fahren. Da hat ja jeder sofort gefragt, na, für was ist sonst da? Ja, aber man hat im Prinzip schon verstanden, was man damit meint. Und diese Werbung hat eine ganz interessante Zielgruppe angesprochen. Wir haben in den ersten Jahren, wo die Autos ja nur extrem günstig waren, der erste hat 99.000 Schillinge durchgekostet, wir haben einen Academic-Anteil gehabt von fast 30%. Also das war diese Zielgruppe, die über den Image drüber gestanden ist und gesagt hat, da kriege ich eigentlich so ein tolles Auto um das Geld. Und das hat vom Anfang funktioniert. Und dann sind wir natürlich Stück für Stück in die Transformation gegangen und haben immer weiter positioniert. Das heißt, das ist es bis heute, finde ich, auch für mich. Ich fahre ja, seit ich 20 bin, eigentlich nur Skodas. Für mich hat immer das Preis-Leistungs-Verhältnis überwogen. Also das ist, finde ich, einfach so gut wie bei keinem anderen Auto. Und das ist auch nach wie vor immer nur einer der USPs, kann man sagen, oder? Genau so ist. Und ich denke, in einer guten Transformation merkt man ja nicht, wie sich die Marke verändert hat. Wir waren ganz zum Einstieg eine Billigmarke, da haben wir einfach gesagt, das Auto kostet 99.000 Schillinge. Es ist dann im 97er Jahr der Octavia gekommen, da haben wir den Schritt zur Preis-Wert-Marke gemacht. Das Auto war nicht mehr billig, aber es hat einfach einen sehr, sehr hohen Wert für das Geld, was wir ausgeben und hergeben. Und das Preis-Wert haben wir weitergenommen, um die Wende 2010 ungefähr, ist dann ein ganz ein großes Thema Qualität dazugekommen. Haben wir die Preis-Wert-Qualität-Marke und jetzt in den letzten Jahren ist das Thema Design zu diesen drei Werten noch ganz stark dazugekommen. Also ganz salopp auf oberösterreichisch gesagt, ein Auto zu einem fairen Preis, das cool ausschaut und mit dem du alles machen kannst, was du brauchst. Aber so ein richtiger Gamechanger war dann eben der Octavia, oder? Also der Octavia war schlichtweg der Veränderer der Skoda-Welt. Ich kann mich erinnern, wie die ersten Autos gekommen sind. Du bist auf der Tankstelle zurückgefahren und die Leute haben gefragt, darf ich mir das Auto anschauen, darf ich da reinschauen? Oder du bist an der Ampel gestanden und der neben dir hat er den Daumen hochgezeigt. Also das war richtig der Durchbruch. Wir haben auch sehr, sehr viel dort investiert in den Aufbau der Marke. Mein damaliger Chef hat mich gefragt, Dicker Max, wie viel hast denn du von dem Auto bestellt? Dann habe ich gesagt, 3.000. Dann hat er mich für verrückt gehalten. Die Tatsache war, in dem ersten Jahr haben wir 11.000 Octavias verkauft. Und wir haben Lieferzeiten gehabt von 14 Monaten, also ungefähr so viel, wie wir jetzt auch wieder haben. Wie jetzt wieder. Wahnsinn. Und mittlerweile ist der Octavia, glaube ich, sogar das beliebteste Auto Österreichs. Sogar eben vor dem Golf, denn der ist vom Thron gestoßen worden. Ja, das Thema, der Octavia hat einfach ein extrem breites Angebot. Wir waren 2022 wieder das meistverkaufte Auto. In den letzten vier Jahren waren wir dreimal das meistverkaufte Auto. Aber du hast einfach die ganze Breite. Du hast ein Auto in der Motorisierung, Benziner, Diesel, Hybrid. Du hast dann RS, unsere Speerspitze, die sehr, sehr sportlich ist. Du hast eine Limousine. Du hast einen Scout, so quasi der Urvater aller SUVs, bevor der SUV-Trend wirklich gekommen ist, haben wir einen Octavia Scout gehabt, der diesen Trend schon ein wenig vorweggenommen hat. Und es ist mittlerweile beim Octavia so, dass man 80% aller Octavias in den höheren Preissegmenten verkaufen. Ja, und ich bin ja bis heute an Octavia gefahren. Heute fahre ich an Kodiaq, aber bis jetzt bin ich an Octavia gefahren. Ist ja auch quasi immer das Vertreterauto gewesen, hat es ja immer geheißen oder auch ganz viel bei Firmen verkauft worden, weil eben die Preis-Leistung so stimmt und weil es in so viele verschiedene Varianten gibt. Das heißt, das ist schon die Cash-Cow auch bei Skoda, kann man sagen. Na, der Octavia
ist einfach so beliebt bei den Großkunden, weil er einfach ein sehr verlässliches Auto ist, weil er ein zeitloses Auto ist. Ein Octavia, wenn man den nach 3-4 Jahren wieder verkauft, der schaut immer noch modern aus und er ist am Gebrauchtwagenmarkt einfach das gefragteste Auto, das wir haben. Das heißt dann Octavia, der große Nachteil für unsere Händler, den kriegen sie fast nie zurück als Gebrauchter, weil jeder, der so ein Auto hat, einen privat meistens weitergibt. Mhm. Wo denkst du, ist denn jetzt so wirklich, was sind diese Erfolgsfaktoren, warum ihr so gut performt? Und warum dann sie vielleicht auch andere, auch konzerninterne Automarken da schwieriger? Oder was macht es hier besser? Oder ja, wir haben in Österreich einfach eine einzigartige Situation. Erstens sind wir im europäischen Vergleich natürlich deutlich stärker wie die anderen Länder. Und in Österreich haben wir halt das Glück gehabt, dass ich vor 30 Jahren den Auftrag gekriegt habe und gesagt, Eka Max, mach was mit Skoda. Wir haben ganz, ganz eigenständig arbeiten dürfen. Wir haben es vom Anfang an geschafft, dass wir die Händler, die Mitarbeiter einfach mitnehmen, dass wir immer auf Augenhöhe kommuniziert haben, dass wir eigene Kultur geschaffen haben. In unserer ganzen Vertriebsorganisation sind alle per Du miteinander. Das kenne ich sonst bei keiner Automobilfirma. Und ja, diese Diskussionen, die wir mit den Händlern führen, wir nennen es Dialogrunden, da darf ja jeder sagen, was er sich denkt. Und der andere sagt nicht, das ist jetzt ein Blödsinn, was du gesagt hast. Mhm. Und durch das, dass er jeder einfach sagt, was er sich denkt, nennen wir dieses Fass, wo da alles reinkommt, das Fass des Vertrauens. Und wenn du mal eine kritische Situation hast, dann nimmst du halt aus dem Fass ein bisschen was raus, weil so viel Vertrauen da ist und dann kannst du ganz schnell eine Entscheidung treffen. Und das ist heutzutage einfach wichtig. Und du hast dann keine Kritik von den anderen. Und es ist halt die Skoda-Familie. Und das spürt man alle, wenn wir uns treffen. Wir machen auch Veranstaltungen, ihr kennt das. Da spürt man richtig dieses Miteinander, dieses Spaß haben. Auch mal durchtauchen, wenn es schlecht geht, das gehört dazu. Und das hat halt Skoda in Österreich so stark gemacht. Und da hält man einfach richtig zusammen, hat ein gemeinsames Ziel. Das verfolgt man. Und ja, so als Oberösterreicher sagt man, es ist einfach klasse, da zu arbeiten. Cool. Wie hast du das jetzt rein unternehmerisch geschafft, das von einem kleinen Startup, da kann ich mir stellen, was nur einfach, oder in Anführungszeichen Startup-Team in Österreich, was du allein nicht nur oder relativ klar warst und frei entscheiden hast, Kinder. Aber wie hast du diese Kultur übertragen dann auf jetzt das, diese große Struktur und diese vielen, vielen Leute? Ja, da durchwanderst du vier Phasen. Die erste ist diese Startphase, diese Pionierphase, dieses Startup, wie man halt sagt, wo du einfach viel selber magst, wo du Tag und Nacht arbeitest, wo du einen kleinen Kreis hast, der mit dir das aufbaut. Dann kommt die Phase des Wachstums. Da bist du in der Struktur alle hinten nach, weil das Wachstum geht schneller, als du organisieren kannst. Da bist du ständig getrieben. Und dann bist du in einer Phase, wo du etabliert bist, wo du eine gewisse Größe hast, wo du schauen musst, dass die Strukturen passen. Das war zeitgleich bei uns auch das Thema, wo man in die Volkswagen AG gekommen ist, für Bürokratie. Und in der vierten Phase auf einmal bist du ganz vorne im Markt und dann bist du nicht mehr der Jäger von den anderen, sondern du bist der Gejagte und der, wo sich die anderen drauf ausrichten. Und wie mir das erste Mal einer gesagt hat, ein Bekannter, der von einer großen deutschen Firma kommt, bei einer Händlerkonferenz haben sie den Octavia als Wettbewerber Nummer 1 hingestellt, dann hast du gewusst, jetzt hast du es geschafft. Cool. War das für dich persönlich in 30 Jahren, wo du im Konzern bist, da so ein bisschen Fluch und Segen, weil du am Anfang irgendwie tun und lassen hast können, was du willst, weil du hast ja gewusst, das ist im Hintergrund der große Konzern, oder war es auch oft so eher manchmal auch ein bisschen ein Kampf gegen den Konzern? Wie war das bei dir? Am Anfang haben wir uns natürlich alle belächelt, aber ich habe einfach das Glück gehabt, dass Porsche, das war ja dort nur ein Familienunternehmen, der Porsche und Pirchs, dass ich einen sehr hohen Vertrauensvorschuss gekriegt habe, dass ich auch sehr viel Geld gekriegt habe, viele Millionen Schillinge dort noch. Mhm. Die haben gesagt, okay, mach einmal was draus. Wir erwarteten uns, dass im fünften Jahr da ein schwarzes Ergebnis rauskommt. Wir haben es geschafft, dass wir im ersten Jahr positiv waren. Das heißt, diese vielen Millionen, die wir da gehabt hätten, die haben wir nie gebraucht. Und das hat halt dafür gesorgt, dass wir einfach sehr, sehr selbstständig arbeiten haben können. Mhm. Und ich habe auch drei Chefs gehabt, die mir komplett vertraut haben, wo es eine persönlich gute Beziehung gegeben hat.
Und auch oberösterreichischer Spruch, der sagt, der Cash macht Fesch und dann hast du halt mehr. Schön. Cash macht Fesch. Und diese vier Phasen, von denen du vorher gesprochen hast, ich denke mal, brauchst du für jede Phase ein bisschen ein anderes Anforderungsprofil ans Management oder jetzt konkret an dich. Das heißt, du musst ja auch umstellen, oder? Ich meine, das ist was anderes. Das war für mich natürlich eine große Veränderung. Ich habe in der ersten Phase sehr, sehr viel selber gemacht. Du musst dann Verantwortung abgeben, darfst dich nicht mehr überall einmischen, weil du das ja auch selber nicht schaffst. Und auf der anderen Seite hast du Mitarbeiter oder auch Händler draußen, die diese Transformation, dieses Wachstum einfach nicht schaffen, weil es einer irgendwann zu viel ist. Einer, der einen kleinen Werkstättenbetrieb hat, zu einem einen großen Schauraum bauen, und der hat 3 Mechaniker gehabt, jetzt braucht er 15 Mechaniker, der hat 20 Autos verkauft, jetzt verkauft er 300. Da hat man schon den einen oder anderen oder die eine oder andere am Weg verloren. Und das ist eigentlich das, was einem oder mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass man halt irgendwann gelernt hat, dass du denen auch helfen musst, wenn du merkst, dass sie es nicht mehr schaffen, dass du entweder sagst, okay, hör dort auf, wo du bist, oder wachst mit und wir helfen da. Und da muss man halt irgendwie total aufpassen, dass man der Ehrgeiz nicht so motiviert, dass man den anderen überlastet. Mhm. Kommen wir zu einem spannenden Thema in der Automobilbranche. Der Wandel vom Verbrenner zum Elektro. 2035 hat die EU quasi beschlossen, keinen neuen Verbrenner mehr zuzulassen. Das heißt, es steigt jetzt alles auf Elektro um. Ist das schon in der richtigen Zeit? Schaffen wir das schon? Ist das schon die Mobilität der Zukunft, Elektro? Ja, wenn wir den Klimawandel durchziehen wollen, dann geht nichts an der Elektromobilität vorbei. Ob wir 2035 wirklich ganz ohne Verbrenner aufkommen, das träumen wir heute noch nicht sagen. Es gibt einfach exponierte Lagen, wo das nicht gibt. Es gibt Länder, wo die Versorgung einfach nicht so gewährleistet ist. Aber ich denke, im Pkw-Bereich werden wir sicher zwischen 95 und 100% elektrische Autos haben. Für andere Mobilitätsformen, LKWs, könnte auch Wasserstoff ein Thema sein. Wieso für Autos nicht? Ja, die ganze Industrie investiert jetzt in Elektromobilität, in die ganze Infrastruktur. Das muss ja alles aufgebaut werden. Und die Technologie und die Speicherung ist einfach eine relativ einfache beim Elektroauto. Weil für den Wasserstoff brauchst du ja auch vorher wieder Strom. Das heißt, du hast ja auch eine zweifache Veränderung der Energieform und da geht auch was verloren. Dann gibt es natürlich auch noch das Thema synthetische Treibstoffe. Da glaube ich, das ist eher was für teure alte Autos, Oldtimer, möglicherweise auch für den Flugverkehr. Mhm. Wie siehst du die Gesamtbilanz jetzt im Moment für Elektroautos umwelttechnisch? Weil man braucht natürlich auch spezielle Rohstoffe, um sowas herzustellen. Also was ein Lithium. Silizium oder was, und Co., das man ja abbaut. Das ist ja eigentlich, also du brauchst ja viel Energie, damit du es einmal kriegst. Genau, und wir beuten ja jetzt die Umwelt aus mit Gas und mit Öl, um Benzin und auch Diesel zu machen. Und in Folge jetzt eigentlich für Elektro auch wieder mit Silizium. Und da sind ja die Abbaubedingungen oft ganz schwierig. Das sind einmal drei verschiedene Sachen. Ja. Mittlerweile kann ein Elektroauto mit demselben Fußabdruck produziert werden, wie auch ein Verbrenner produziert wird. So weit ist man schon. Wir werden auch in der Kostenschere irgendwann in den nächsten Jahren so sein, dass die Elektroautos in einer Preisliga sind, wo die jetzigen sind. Von der Rohstoffseite ist es was ganz Einfaches. Ich glaube, das versteht man auch relativ gut. Verbrenner fahren entweder mit Diesel oder mit Benzin, also mit irgendwas, was aus Rohöl gewonnen ist. Das kannst du nicht recyceln. Wir können diese Elektroautos mit 98-99% recyceln. Das heißt, alles, was da jetzt reinkommt, sind sehr, sehr wichtige Rohstoffe auch, für die Zukunft. Auch die Batterien? Auch die Batterien. Die Batterien werden noch, wir nennen das Second Life, einen ganz tollen Nebeneffekt haben. Wenn wir jetzt das Auto nehmen, was ich aktuell fahre, der hat eine 80 Kilowatt Batterie drinnen. Diese 80 Kilowatt Batterie hat praktisch einen 80 Kilowatt Speicher. Wenn du mittlerweile so einen Speicher kaufen würdest für den Haushalt, so ist 100 bis 150.000 Euro für diesen Speicher. Dieser Speicher hat nach 15 Jahren
nur mindestens 80% Kapazität. Das heißt, aber wenn der Auto irgendwann nicht mehr fährt, dann kannst du diesen Speicher theoretisch in die Garage stellen und du hast den Speicher für daheim. Also das ist jetzt auch ein wichtiger Rohstoff für die Zukunft. Und die Industrie sagt das nicht so gern, aber die Hersteller versuchen ja alle jetzt diese Elektroautos nicht mehr zu verkaufen, sondern zu vermieten, zu verleasen, um, wenn die Autos zurückkommen, also dann ist das nicht mein Gebrauchter, sondern der gehört den Hersteller der Bank, dann haben die die Hand schon auf die Batterien drauf. Also die sichern sich jetzt schon, dass diese Rohstoffe in Zukunft zu einer zurückkommen, weil die werden das neue Gold der Zukunft sein. Gut Wahnsinn. Zu wissen, okay. Das ist echt spannend. Man kauft sie nicht selber. Aber bis, die vergeht natürlich nur eine gewisse Zeit, aber die schlauen Köpfe, die diese Business Case durchrechnen vom First Cycle, so nennen sie wieder, der erste Besitzer, der so Auto fährt, der zweite bis zum dritten. Und irgendwann hätten wir gerne diese Autos wieder zurück. Oder vielleicht gibt es in 30 Jahren, in 10 Jahren schon gar nicht mehr diesen typischen Autobesitz, sondern man mietet sich die Autos, man macht Kurzzeitleasing, man macht Carsharing, was immer, verschiedenste Modelle. Und verabschiedet sie von tatsächlichen Besitzern des Autos. Man nutzt es nur oder ist nur Eigentümer davon. Aber die Autos sind wertvoll, sie werden auch nicht mehr verrosten, die Autos halten ewig. Also das wird das Wichtigste wird sein, dass das, was auch die österreichische Regierung, die Grünen uns heute halt auch versprochen haben, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass das funktioniert. Verbrenner darf auch nicht funktionieren, weil wir keine Tankstellen haben. Also wir brauchen Ladestationen dort, wo viel Verkehr auf den Straßen ist, dort, wo in den urbanen Gebieten, in den Städten Garagen sind, Tiefgaragen, Mehrparteienhäuser, dass man dort das einfach schafft. Am Land draußen mit den Einfamilienhäusern, mit Photovoltaik und Anschlüssen ist das heute schon gar kein Problem mehr. Hey Pascal, du siehst so fresh aus. Ja, ich habe ja auch bei Biofuel mir ein Kisterl gegönnt. Oh, was ist denn da alles drin? Boah, da waren echt viele gute Sachen drinnen. Gemüse, Obst, von Bananen über Tomaten, ganz frisch. Und auch wirklich noch, ja, bessere Qualität wie im Supermarkt, muss man aber echt sagen. Aber je nach Saison, oder? Je nach Saison, genau. Ich habe dann auch Wurzelgemüse drinnen gehabt. Mit dem habe ich mir nicht so genau gewusst, was ich tun soll. Es ist aber Gott sei Dank ein Rezept dabei und damit habe ich das dann versucht, ja. Super. Also du hast mit der Wurzel dann was anfangen können. Ja, genau. Es ist super geworden. Das gekocht, ja. Also, wenn ihr vorbeischauen wollt bei Bioferl, es gibt sogar mit unserem Rabattcode, den wir in den Shownotes verlinken, auch 50% auf das erste Kisterl, das ihr bestellt. Wow. Und jetzt zurück zum Podcast. Was mich noch interessiert ist, diese Tankstellen, diese Infrastruktur, die du ansprichst, gibt es nicht zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, dass ich sage, ich tausche einfach an der Tankstelle nur den Akku und fahre mit dem nächsten Akku wieder weiter, um die Zeit an der Tankstelle oder an der Zapfsäule, also an der E-Zapfsäule auch zu minimieren? Diese Konzepte waren vom Anfang an da, aber mit den neuen Kapazitäten und mit den neuen Ladegeschwindigkeiten ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr. Weil ich gehe davon aus, in 5 Jahren wird man, wenn man schon mal nach Wien fährt und man müsste laden, muss man wahrscheinlich in Zukunft eh nicht mehr, dann fährst du an die Tankstelle zu, steigst an, Schnellladung mit über 200 Amperestunden, das heißt, wenn du den Kaffee getrunken hast, gehst raus, ist das Auto voll. Also da wird sie noch viel tun. Länger wie Aufenthalt zum Tanken mit einem Treibstoff. Ja, das Thema Reichweite, was jetzt so diese meiste Frage ist, wenn es um Elektroautos geht, das Thema Reichweite wird zurückgehen und das Thema wird in Zukunft heißen Ladegeschwindigkeit. Und da gibt es sicher nur ein Verbesserungspotenzial mit dem Faktor 3. Faktor 3. Das heißt, du sagst, Elektroauto ist auch jetzt schon sehr wertstabil oder dauert es nur, bis das wirklich wertstabil ist? Na, die Wertstabilität, die können wir erst wirklich feststellen, wenn die Autos einmal 3 bis 5 Jahre alt sind, wie sie sich am Gebrauchtwagenmarkt verhalten. Aber die Tatsache, dass so ein Auto sehr wertvoll ist als Rohstoff und als Wiederverwertung für die nächste Generation, das hat man bei den Elektroautos von Anfang an mitgedacht, dass man das macht. Weil auch viele seltene Erden, die ja keine Erden sind, sondern Metalle sind meistens, ja nicht unbegrenzt verfügbar sind. Das hat man von Erdöl
1990 schon gesagt, Erdöl wird irgendwann aus sein. Das Thema bei diesen Diskussionen, das man ständig hört, ist ja nicht das Thema, dass diese seltenen Erden giftig sind oder was immer, sondern dass die Abbaumethoden einfach nicht menschenwürdig sind. Ja, genau. Und auch umwelttechnisch schlecht sind. Genau, aber das ist bei sehr vielen anderen Dingen genauso wie die Baumwollpflücker in Ägypten. Denen geht es um nichts besser wie den Lithium-Baggern, die irgendwo in Südamerika das abbauen. Mhm. Wie stößt du generell den Verkehr der Zukunft vor? Wird es irgendwann einmal der Punkt geben, wo es nicht mehr mehr Autos gibt, sondern eben weniger Carsharing und so weiter? Gibt es diesen Punkt, wo quasi die Anzahl der Autos stagniert oder weniger wird? Ja, man darf ja nicht vergessen, die Mobilität ist ja ein Grundparameter, wo wir die Freiheit definieren, was wir denn können, was wir machen. Das heißt, der Wunsch nach Mobilität, nach individueller Mobilität, der ist immer da. Und jetzt kann man natürlich verschiedene Mobilitätsformen miteinander kombinieren. Das heißt, ich fahre mit meinem Elektroscooter zur Bushaltestelle, dort steige ich in den Bus ein, dann fahre ich am Bahnhof, dann fahre ich mit dem Zug nach Wien. In Wien nehme ich mir ein Elektroauto, damit ich ins Burgenland fahren kann. Aber jede dieser Stufen braucht einen Einsatz an individueller Mobilität. Heute steige ich daheim in mein Auto ein und fahre ins Burgenland mit einem Auto. In Zukunft, wenn ich das mache, nutze ich 5 verschiedene Formen. Das heißt, ich brauche 5 mehr Infrastruktur, ich brauche 5 mehr Digitalisierung, ich brauche ein extrem gutes Zeitmanagement, das kommt. Und ich glaube, dass man in den nächsten Jahren einfach, dass der Bedarf eher mehr wird. Weil wir zum Beispiel auch wissen, Carsharing-Autos haben normal ein Ablaufdatum von 3 Jahren. Die schauen nach 3 Jahren aus wie ein privat genutztes Auto nach 8. Das ist einfach, einfach auch so, weil der Besitz, was wir selber kehrt, einfach ganz anders in der Sorgfalt behandelt wird, wie was ich extern habe. Die Frage wird sein, wie die Industrie auf die Menschen reagiert und wie genau sie hinschauen, was die Menschen denn gern hätten. An den Umkehrschluss ist es natürlich immer so gewesen, dass die Werbung der Industrie den Menschen ja sagt, was wollen sollten. Also das ist ja so, die zwei Dinge gehören ja irgendwie zusammen, so wie die Mode. Und die Leute werden auf jeden Fall bewusster, glaube ich, die nächste Generation. Die muss auch nicht unbedingt mehr was besitzen. Aber das Thema Mobilität, ich merke es an meinen eigenen Töchtern, da habe ich mir nie gedacht, dass das irgendwann so kommt. Jetzt sind es beide Autofahren und das Thema Mobilität ist da. Aber sie fahren halt nicht mehr alles mit dem Auto. Sie fahren halt auch manchmal mit dem Zug und sie organisieren sich das halt ein bisschen anders, wie das wir gemacht haben. Diese Bequemheit, die wir gehabt haben oder nur deine Generation, die wird einfach quasi sich ein bisschen verändern müssen. Also dieses, ich steige daheim ein, weil da bin ich schon noch sehr oldschool. Ich steige einfach gern daheim ein und am Zielort aus. Mich nervt natürlich oft auch dieses vom Zug dann mit der U-Bahn dann noch zu Fuß und Co. Also, mir taugt das. Dem Karl taugt das, aber du glaubst, dass die nächsten Generationen da einfach viel relaxter werden und sagen, okay, den Luxus, dass ich von A nach B direkt fahre, ohne Pause, den gibt es halt einfach dann nicht mehr. Ich glaube, man kann nicht mehr Gesellschaften so klein teilen, wie wir es früher gemacht haben. Man hat so Kasteln gehabt, die einen verhalten sich so und die anderen verhalten sich so. Das ist nicht mehr so. Da gibt es Leute, die kaufen sich um 130.000 ein Elektroauto und fahren zum Discounter einkaufen, was überhaupt nicht zusammenpasst. Dann gibt es welche, die bauen ihr eigenes Gemüse im eigenen Garten an und haben irgendeinen uralten Verbrenner vor der Haustür. Und das Thema Bequemlichkeit und was fange ich mit meiner Zeit an, das ist, glaube ich, der größte Prozess, der sich momentan abspielt. Nach Corona merkt man einfach, dass viele Leute nicht mehr so viel arbeiten wollen, sagen, okay, 3-4 Tage in der Woche, mit dem verdiene ich auch genug, dass ich auskomme. Also da ist so eine starke Dynamik drinnen und die Gesellschaft verändert sich, aber sie verändert sich in zunehmend schnellerem Maße wie früher.
Das merkst du auch im Autogeschäft. Früher haben wir gesagt, da wird irgendeine Technik, die heute halt mal 20 Jahre oder 30 Jahre ist sie gleich, dann hat sie nur mehr 10 Jahre gehalten. Jetzt kann man sagen, alle 2-3 Jahre hast du so einen technologischen Wandel, der eigentlich ein richtiger Umbruch ist. Das einzige Hemmnis dahinter ist einfach nur die Industrie. Die Forschung würde viel mehr Möglichkeiten bieten, nur die Industrie muss ja jetzt mal umstellen auf die neue Technologie, die sie erzeugt. Und jetzt erfindet irgendeiner was Neues, und dann kann die Industrie die Maschinen nicht nach 3 Jahren schon wieder wegschmeißen und Neiche fürs Neiche machen. Und das wird auch der große Changer an der Batterietechnologie sein. Auch wenn da in den nächsten 1-2 Jahren sehr viel erfunden wird, muss die Industrie ja hinten nachkommen, dass das produziert. Und wenn wir schon bei dieser hohen Technologie sind, wie schaut es mit autonomem Fahren aus? Also das haben ja so Zukunftsforscher vor 30 Jahren schon gesagt, 2020 oder 2030 fahren wir alles autonom. Wann passiert das, glaubst du, deiner Meinung nach? Wann ist die Industrie so weit, dass wir wirklich komplett autonom fahren? Steigen wir überhaupt irgendwann nur in ein Auto ein und das hat nur ein Lenkrad? Du, ich glaube, so weit sind es. Es geht um das Rechtliche, oder? Wann ist das so weit? Das Rechtliche, glaube ich, wird sie lösen. Das Technische wird sie nicht so schnell lösen. Ich habe mit zwei Entwicklern, Vorständen gesprochen, also alles, was man sich so vorgestellt hat, nur vor 10 Jahren, das wird nicht in der Geschwindigkeit möglich sein. Weil man darf nicht vergessen, die Komplexität, die dahinter steht, die ist nicht linear. Das heißt, von Level 1 autonom fahren auf Level 2 autonom fahren, muss ich die 100-fache Technologie einstecken, die ich vorher gehabt habe. Von Level 2 auf Level 3 muss ich die 1000-fache Technologie eingeben, die ich auf dem 2er gehabt habe. Auf dem 2. Und bis ich dann auf 5er habe, so nennen wir das, wenn er wirklich selber fährt, bei jeder Witterung, dass ein Auto von Salzburg nach Wien auf der Autobahn fährt, wenn ich eine Schleifen drin habe, das ist überhaupt keine Frage, das tut es. Und autonom was gefahren, ist das für, von Wien nach Salzburg fahren, was ist das für Technologiestufe jetzt auf die 5, was du gesagt hast? Wenn du jetzt ein schönes Wetter hast und alles passt und du hättest entsprechende Digitalisierung auf der Autobahn, würdest du mit Level 2,5 schon fahren können. Mhm. Ob es der Gesetzgeber dann erlaubt, ist eine andere und Sache. Aber 5 wäre dann quasi wirklich ohne. 5 ist das, was du Lenkrad sagst. Lieber Fabia, bitte fahr bei mir vor die Haustür, ich will einsteigen und dann steige ich in den Fabia ein und dann sage ich, jetzt fährst du mich nach wenn zur Schwiegermutter und dann fahrt er mich hin. Und wo sind wir jetzt bei was für einem Level? 3 oder was? Oder 2? Nein, die ersten sind so zwischen 2 und 2,5, wenn man real denkt. Boah, das ist schon noch viel die Arbeit. Die Experten, mit denen ich geredet habe, die sagen ein wirklich ausrollbares, das auch dann leistbar ist. Natürlich wirst du wahrscheinlich 20, 30 Jahre Auto haben, das autonom fährt, das halt dann 500.000 Euro kostet. Ja. Aber zu einem erschwinglichen Preis sagen die nicht vor 20. Aber fahren sie nicht im Silicon Valley schon mal drum? Einfach so. Ja, vorgefertigte Straßen und wo Silicon die Infrastruktur Valley hat immer den Riesenvorteil, dass es nicht schneit dort, dass es nicht viel regnet, dass die Straßen breit sind, dass die Komplexität des Verkehrs nicht so groß ist und so. Innerstädtisch wird es auch gehen, weil sie einfach da genau digitalisieren können und so Art Robotaxis, das wird schon gehen. Für alle, die es jetzt nicht gehört haben, 2040 wird es mindestens noch dauern, frühestens. Ja. Also es ist schon ein Wahnsinn, wie lange das noch dauert eigentlich. Wenn wir jetzt und die dann letzten ist die große Frage, wohin und brauchen wir das? Weil ich fahre ja auch gerne Auto. Ja, aber angenehm ist natürlich schon, wenn du drin sitzt und die nicht. Und du ein Bier trinken kannst, das nicht alkoholfrei ist, stoßen wir zwischendurch nochmal an. Dann kannst du ein Bier trinken, das nicht alkoholfrei ist und kannst dann mit dem Auto fahren. Sagst lieber ENIAC, führ mich heim. Wahrscheinlich werden wir uns irgendwann entscheiden müssen, 2040. Entweder wir fahren in Urlaub oder wir haben ein Auto, das autonom fährt. Aber glaubst du, ist es dann 2040 oder 2050 von mir aus, ist das nur ein Auto in dem Sinn? Ist das, oder fliegen wir vielleicht mit Drohnen herum oder was? Wie glaubst du? Also Auto in dem Sinn wird es nicht mehr sehen, was das heute ist. Wird anders ausschauen. Wird es nicht sehen. Ein multimediales. Genau, und vielleicht werden auch große Strecken dann einfach überbrückt mit modernen Arten von Zügen, mit einer Autobahn, die so funktioniert, weil wenn du auf der Autobahn eine Schleife im Asphalt hast, ganz einfache Technologie, dann fährst du in Salzburg auf die Autobahn auf. Und der fährt dich durch. Unsere Autos können jetzt schon die Geschwindigkeit abschätzen zum Vordermann, den Abstand machen und alles was zum Regulieren. Das ist ganz eine einfache Geschichte. Mhm.
Das Wert ist schon mal cool eigentlich. Jetzt, wenn wir die letzten 30 Jahre noch kurz anschauen, marketingtechnisch, was hat sich dann auch kanalmäßig, früher wirst du noch in der Zeitung ein Inserat geschalten haben und vielleicht eine Radiowerbung, heute ist Social Media und TikTok voll da. Wie hat sich da in den letzten 30 Jahren für die Welt verändert, auch im Bereich Marketing und Kanäle? Die automobile Welt hat sich in Österreich nicht so stark verändert wie im europäischen Umfeld. Also in England werden sicher fünfmal so viele Autos online verkauft wie bei uns. Mhm. Bei uns geht man schon noch davon aus, und man will das auch als Konsument, dass ich wohin gehe, der mir beim Kauf behilflich ist, der mir vielleicht sagt, was passt zu mir, was könnte man bei den Auto noch nehmen. Das ist bei uns schon noch sehr ausgeprägt und darum werden relativ wenig Autos online verkauft. Dort, was funktioniert, ist bei den Firmen, der 200 Octavias kauft, weil der konfiguriert das einmal nach und der bestellt nicht jetzt mehr an, sondern der macht das im System drinnen. Aber das, was sich ja nicht geändert hat, der Mensch ist ja immer nur der gleiche, weil menschliches Verhalten zu verändern dauert ja Generationen. Und Automobile zu verändern, kannst du im Prinzip alle 6 Monate, wenn du das willst, irgendwas tun mit dieser Digitalisierung. Und die Frage ist ja, wie viel Digitalisierung brauche ich denn nicht, wie viel Digitalisierung ist denn möglich, sondern was nutze ich denn wirklich? Mhm. Irgendwann wird meiner Meinung nach das Thema Individualisierung zurückgehen, weil die Hersteller werden Autos bauen, wo du nicht alles aussuchen kannst, einen schwarzen Sitz mit einem gelben Außenspiegel und die Reifen dazu und das, sondern so wie heute ein Computer, da gehst du irgendwo hin, dann kannst du 5 aussuchen und einen von den 5 nimmst du halt dann, der da am besten passt. Das wird sicher ein Trend sein, weil die Industrie auch ja diese Stückkosten in den Griff kriegen muss und umso weniger verschiedene Varianten, dass ich baue, umso preiswerter kann ich meine Autos auch bauen oder wie wir das bei Skoda nennen, du musst das einfach simply clever machen. Aber damit ist natürlich Voraussetzung, dass du auch weißt, was die Kunden wollen oder wieder dort, wo wir zuerst waren, dass du den Kunden sagst, was er wollen soll. Wie steht denn die Industrie generell da im Moment? Ist das die Situation, die wir im Moment haben, dass zum Teil die Autos sogar mehr wert werden, weil sie einfach verfügbar sind, also gebraucht wegen oder so, beziehungsweise man halt ewig lange Lieferzeiten hat, wird sie das nachziehen noch oder wird das aufhören? Also die Krise hat ja dazu geführt, dass die Industrie in der Produktion und in der Planung ja sich komplett verändert hat. Also man hat jetzt 30, 40 Jahre immer Überkapazitäten gehabt bei den Autos, also weltweit zum Teil 5 bis 10 Millionen Autos, die zu viel gebaut wurden, als der Markt wirklich hergemacht. Da hat man halt Kurzzulassungen gemacht, Aktionen, 5.000 Euro, wenn du da einkaufst. Dann ist eben diese Chip-Krise gekommen und andere Krisen auf der Materialseite. Und auf einmal sind die Märkte alle gravierend zurückgegangen, manche bis 30% zurückgegangen. Und es ist keine Katastrophen passiert. Weil was ist passiert? Diese ganzen Incentives, so nennen wir das, wenn du was dazugeben musst, jetzt macht man 20% weniger Autos. Und wenn man die ganze Autoindustrie anschaut, sie machen mit 20% weniger Autos mehr Gewinn wie vorher. Wobei der Gewinn früher, muss man ehrlich sagen, für so eine Branche sehr, sehr bescheiden war. Aber sie verdienen jetzt mehr, was auch in die neue Elektrotechnologie investieren können, was total wichtig ist. Und meiner Meinung nach, und das spürt man auch schon, sie fahren die Kapazitäten nicht mehr so hoch. Weil irgendwann werden ja diese ganzen Mikrochips und diese Sachen wieder verfügbar sein. Aber du merkst einfach schon, die Planung ist enger. Halt das, warte mal, jetzt muss ich noch ganz kurz. Das Mikro schmeckt, sag nochmal schnell was, Max. Ja, und man merkt jetzt schon, die Planungen werden enger, die Lieferzeiten werden nicht so schnell besser, wie uns wir geglaubt haben, obwohl die Nachfrage doch zurückgegangen ist. Da ist einfach ein Trend da. Am Gebrauchtwagenmarkt merkt man dass die Gebrauchtwagenpreise natürlich letztes Jahr im April war ja der absolute Höhepunkt, wo du für ein 3 Jahre altes Auto genauso viel gekriegt hast wie für ein neues. Das dreht sich langsam wieder um. Aber das heißt, du glaubst, das entspannt sich in den nächsten Jahren wieder ein bisschen oder in den nächsten Monaten? Das wird nie mehr so weit zurückgehen, wie es war. Mhm. Also, und Autofahren wird nie mehr so günstig sein, wie es vor 10 Jahren mal war. Mhm. Das ist,
kann mich nur erinnern, da haben wir diskutiert, ob wir einen Fabia um 12.000 Euro am Markt bringen. Heute gibt es einen Fabia, der kostet 20.000 und der wird auch gekauft. Und darum ist einfach, die Autos sind immer langlebiger und dieses Second Life, das ist ja für uns so wichtig, weil wir so viele Octavias verkaufen an Fuhrparks und an Firmen und die geben die noch 2-3 Jahre her und das sind dann eigentlich die Autos in Zukunft, weil heutzutage ist ein 3 Jahre der Octavia wie ein Neich. Wie Neich, ja. Wir geben jetzt eine serienmäßig 5-Jahres-Garantie seit heute, ist der 15. Ja. Machen aber schon den nächsten Schritt, dass wir sogar Richtung 7 Jahre schauen, weil die Produkte einfach so gut sind. Und das Thema Convenience kommt auch, der kauft sich jetzt ein Auto, da hat er 7 Jahre Garantie, da hat er 7 Jahre Leasing oder wie immer, wie lange er das will. Das heißt, das ist gemütlich, er braucht sich um nichts mehr kümmern, wenn irgendwer ist, dann fährt er zum Händler, ruft ihn an und das wird erledigt. Ja. Wir haben auch ein Convenient-Thema. Ja, nämlich den Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Wir stoßen nochmal an mit unserem Zipfer hell alkoholfrei. Prost, tschüssi. Und das ist so der Moment, Max, wo wir über Jugendsünden, Rauschgeschichten reden. Was ist dir in 30 Jahren Skoda, in 30 Jahren Max Egger mal passiert, was für alle anderen lustig war, nur für die nicht so? Da gibt's doch sicher irgendeine Geschichte. Was für die anderen lustig war und für mich nicht. Oder was also einfach... Für die ersten 2 Jahre waren sicher für die anderen alle viel lustiger wie wir. Was damals mit einem Fabrit auf der Straße gefahren bist, dann bist du halt schon belächelt worden. aber was man auch festgestellt hat, du bist dabei ja sympathisch geblieben. Also du warst ja nie unsympathisch. Und bist belächelt worden, aber nicht unsympathisch. Genau. Aber hast du mal eine persönliche Geschichte gehabt in die 30 Jahre firmenmäßig? Hast du mal irgendwo einen rechten Rausch gehabt oder ist da mal irgendwas Lustiges passiert? Gibt's also da mal irgendwas? Ich bin ja in 2 Gasthäuser aufgewachsen und da habe ich als Jugendlicher schon oder als Kind sehr viel gesehen, wie das ist, wenn man zu viel trinkt. Mhm. Selber vertrage ich auch nicht viel. Und darum weiß ich, dass ich noch 2-3 Bier aufhören sollte. Aber es hat natürlich schon lustige Geschichten gegeben, wo wir ein paar Veranstaltungen einfach Leute gehabt haben, die sehr individuell reagieren, wenn sie zu viel getrunken haben. Wir haben einen Händler, den nehmen wir so als Muster. Er kommt aus dem Burgenland, das heißt, der hält da richtig was aus. Der kommt zur Veranstaltung mit, ja, hat er sicher schon 1, 2, 3 Flaschen Lentos. Die Sprache ist nicht mehr wirklich so, dass man es verstehen kann. Gut, er ist ein Burgenländer, da ist die Sprache sowieso schwierig manchmal. Um 12 Uhr steht er immer noch, nach weiteren 3 Flaschen. Also er fällt nicht, man versteht ihn dann gar nicht mehr. Und er wird halt irgendwie netter, irgendwie kuscheliger. Nicht? Und dann gibt es halt welche Leute, die werden halt aggressiver, das sind eher die, was nicht so angenehm sind, die muss man halt dann auch mal, wie wir es schon gemacht haben, ins Klo einsperren und schauen, ob es dann wieder irgendwann so weit sein wird. Ja, ist gut. Lieber Max, was hältst du, einfach so eine persönliche Frage vom Elon Musk? Man sagt ja, Menschen haben verschiedene Arten von Intelligenz, wenn man so jetzt ein Viereck nimmt. 4 verschiedene Ecken, emotionale Intelligenz, Intelligenz auf Zahlen ausgeprägt, auf was immer das man will. Er, glaube ich, hat alles genau in einem Eck drinnen. Also ich halte ihn in dem Bereich für sehr intelligent, aber es ist einfach schon manchmal... Und es ist nicht die emotionale Intelligenzseite, das Eck? Nein, also... Ich glaube, vor 100 Jahren hätte man das nur als Krankheit gesehen. Welches Eck ist das, würdest du sagen? Ja, dieses ganz stark egozentrische, von sich selber überzeugte, dramatisierende. Aber glaubst du, hat er der Elektromobilität einen guten Dienst erwiesen? Naja, der Elektromobilität überhaupt keinen Dienst erwiesen, weil er hat mit dem ganzen Thema selber überhaupt nichts zu tun gehabt. Er ist weder der Erfinder von Tesla, wie von sonst anderen Sachen. Er hat einfach sehr viel wirtschaftliches Geschick gehabt, wie er Paypal gekauft hat und hat sehr, sehr viel Geld verkauft und dann hat sich dann bei Tesla alles Mehrheitseigentum eingekauft. Und dort hat man schon seinen Charakter, wo wir gerade geredet haben, gemerkt. Er hat sich dann bis zum Chef von Tesla praktisch
hochgerauft. Und das ist jetzt da. Genialität hat in jeder Ausprägung auch ein bisschen was an Anflug von Wahnsinn. Das gehört dazu. Aber du würdest ihm schon attestieren, dass er genial ist in dem, was er tut. In dem, was er tut, ist er von seiner Seite sicher genial, ja. Was mich jetzt noch ganz besonders interessiert, Max, ich habe vor kurzem den C-Schein... Aber ich schaue mit ihm nicht unbedingt ein Bier trinken wollen. Ich habe vor kurzem einen C-Schein gemacht, einen Lastwagenführerschein. Und du als Mobilitäts- und auch Autoexperte, wir haben vorhin kurz angeschnitten, wo geht der Schwerverkehr hin? Wo gehen vielleicht auch Flugzeuge hin? Wo gehen vielleicht auch Schiffe hin, wenn wir Öl nicht mehr haben? Weil ist das mit E-Mobilität kompatibel auf Dauer? Kann doch nur der Wasserstoff? Gibt es da auch schon andere Technologien, dass wir auch diese Mobilität in Zukunft weiter haben? Ja, man darf ja nicht vergessen, der Verkehr... Der Straßenverkehr hat in den letzten 20 Jahren extrem viel gemacht. Also wenn alle Zweige so viel gemacht hätten, dann wären wir mit unseren Umweltbemühungen schon doppelt so weit, wie wir jetzt sind. Der Flugverkehr stoßt natürlich viel aus, macht aber generell nur 1-2% von allen aus. Das heißt, da wird man mit neuen Treibstoffen, mit neuen Turbinen, die nur mehr die Hälfte brauchen, da macht man große Schritte. Was man noch überhaupt nicht anpackt hat, ist das ganze Thema der Landwirtschaft, halt in Südamerika mit Methanausstoß von fast der Hälfte der ganzen Erdmenge, die da kommt. Und die größten Sünden, und von dem Retten, das sind Containerschiffe. Die Ozeandampfer der Welt. Meine Tochter hat damals als ihr Abschlussarbeit was drüber geschrieben. Und wenn man da weiß, dass die 30 größten Ozeanschiffe der Welt über 30% aller Abgase und allen Dreck verursachen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist eigentlich der Automobilverkehr, der immer so gebasht wird, auch von der Politik, und immer so der Sündenbock ist und herholen muss und umstellen muss, eigentlich ein kleiner Anteil, der eigentlich gar nicht wichtig ist im Vergleich zu sowas. Der ist schon wichtig, weil du einfach das Bewusstsein über die Vielzahl der Autofahrer einfach steigerst. Ja. Weil bei den Autofahrern hast du 5 Millionen, die auf Österreichs Straßen umeinander fahren. Wenn die jeder einen Beitrag liefern, ist das zwar nicht so viel im Vergleich zu diesen Ozeandampfern, aber es fördert das Bewusstsein. Und darum hat man das ja auch gemacht mit den Autos. Das Thema ist nur, jetzt ist man so weit, und eigentlich hätte ich erwartet, ist einer, der in der Autobranche lebt, dass man jetzt sagt, schaut her, die Autobranche hat extrem viel gemacht. Mhm. Ein Beispiel, ihr seid von Linz nach Salzburg gefahren. In Salzburg werden sie die IG-Beschränkung nicht mehr aufrechterhalten können, weil die gesetzlichen Vorschriften nicht mehr gültig sind, weil die Werte so weit runtergegangen sind. Mhm. Und allein durch das, dass einfach die Autos weniger Ausstoß haben mittlerweile. Ja, du darfst ja nicht vergessen, ein Verbrenner, der 1990 gebaut worden ist, und der Verbrenner, der jetzt gebaut worden ist, der so wie Eicherer ist, hat um 98% weniger Ausstoß wie der dort. Das heißt, für 98. ein Auto aus dem 90er Jahr können jetzt 500 solche fahren oder 800 solche. Wahnsinn. Da hat sich ja extrem wieder gar nicht kommuniziert. Wenn andere Branchen einfach da jetzt auch nachziehen würde, Hausbrand ist so ein Thema. Da wird man mit ganz einfachen Technologieverbesserungen, aber wenn man bei Gas und Erdöl bleibt, nur wenn alle Leute eine Gasheizung, eine Ölheizung einmal im Jahr gescheit servicieren machen und vielleicht eine eigene Abgasreinigung reintun, dann heißt innerhalb von 2 Jahren ein Faktor 50 von Verbesserung Prozent. Mhm. Ja, aber das ist natürlich sozial alles viel schwieriger. Der Autofahrer, der ist gewohnt, dass er gemolken wird, und der gibt viel Geld für ein neues Auto aus, und da gibt es viel nur fürs Fahren aus. Und in der Menge, der wischt halt irgendwie mehr. Das ist wie bei den Rauchern. Apropos Rauchen, apropos so ein bisschen Spaß haben, du hörst jetzt nach 30 Jahren auf. Du übergibst jetzt das Zepter von Skoda nach 30 Jahren.
Da habe ich mehrere Fragen, aber vielleicht mal die erste. Du gibst das jetzt an den Markus und an den Wolfgang ab, an deine Nachfolger. Wie gestaltet sich denn so eine Übergabe? Du hast Skoda vor 30 Jahren bekommen, du hast es bis jetzt geführt. Also alles, was jeder, der nachdenken kann in Österreich über Skoda weiß, ist, hat alles mit dir zu tun. 500.000 Autos verkauft. 500.000 Autos verkauft. Zur Nummer 1 der verkauften Autos gemacht. Wie übergibt man so ein Baby? Wie ist der Prozess? Also den Markus habe ich in den letzten 2 Jahren darauf vorbereitet, dass er das machen kann. 2 Jahre? Ja, das hat er wahrscheinlich nicht wirklich gemerkt, aber ich habe ihm halt Stück für Stück immer mehr gegeben und irgendwann bin ich auch zu den Verhandlungen nicht mehr ins Werk mitgefahren, das haben sie gemacht und ich denke, da hat man viel gemacht. Der Wolfgang, der mit mir sowieso schon seit 15 Jahren in der Geschäftsführung der Porsche Austria ist, der kennt alle die Themen, die da auflaufen. Das heißt, ich denke, wir haben das so vorbereitet, wann ich am 31. März ausgehe, dann geht es am 3. April, das ist der Montag, genauso weiter. Und die Herausforderungen, die bestehen, die müssen jetzt die Neichen meistern. Jetzt denen zu sagen, was die in Zukunft tun müssen, das ist genau das Verkehrte. Weil keiner weiß, was die Zukunft bringt. Und die Lösungen muss sowieso immer an die Probleme anpassen. Mhm. Also du setzt da auf die Kultur, die da weitergeht, die du eingeführt hast. Ja, wir nennen das den Porsche-Geist, dieses Unternehmertum, das jeder von uns, jeder von den Mitarbeitern so in den Genen drinnen tragt, das funktioniert. Wie hat sich denn da das Standing eigentlich innerhalb von der Porsche-Gruppe bei dir entwickelt? Das muss ja auch ein Wahnsinn gewesen sein, wo sie sich am Anfang gedacht haben, ja, der Max. Ja, ganz am Anfang war es eher Mitleid. Nicht? Manche haben sich natürlich lustig gemacht, das war Mitleid. Aber ich habe es zuerst schon gesagt, sehr selbstständig arbeiten dürfen und mein Chef hat das auch jetzt in der Aussendung relativ deutlich gesagt, dass wir sehr viele Wege einfach gegangen sind, von denen wir glaubt haben, dass sie richtig sind. Das zeichnet aber auch die ganze Organisation der Porsche Holding Salzburg aus. Und wir arbeiten miteinander, aber wir sind trotzdem alle im Wettbewerb untereinander. Mhm. Also ich vergleiche das gern mit, weiß ich nicht, mit der 400-Meter-Staffel der USA, die ja fast jede Weltmeisterschaft und Olympiade gewinnt. Die treten dort das Team an, werden Olympiasieger und trotzdem will jeder von der 4 der Schnellste über die 100 Meter sein. Mhm. Und so arbeiten wir auch. Wir sind im Wettbewerb untereinander, aber wir ziehen alle in dieselbe Richtung. Cool. Was hast du persönlich jetzt vor, nach 30 Jahren Porsche und jetzt in der Pensionierung? Was machst du? Wirst fischen gehen? Du hast viel Auto fahren? Wo geht die Leidenschaft hin? Autos sammeln. Also zuerst werde ich mal alle die Sachen bei mir zu Hause im Garten und im Haus erledigen, die ich schon seit 3 Jahren auf Zeiten geschoben habe. Ich sage, ich gehe ja irgendwann sowieso in Pension. Das muss ja, quasi, aber, das muss der Frau auch zu lieb werden. Und dann habe ich halt immer viele Opis gehabt. Ich bin früher gern Motorrad gefahren, tauchen gegangen. Reisen tue ich immer nur sehr gern. Ich habe einen großen Garten, der nicht gepflegt ist, aber der mitten in der Natur... Steht da auch euer Favorit drinnen oder so im Garten? Nein, aber da gibt es zum Teil eigenes Gemüse, das wir ziehen, das mit Obstbäumen und so, das ist sehr, sehr naturnahe. Ja, einfach für mich wichtig, dass ich fit bleibe, dass ich gesund bleibe. Und was ich jetzt schon merke, was mir taugt, dass ich einfach Zeit habe, dass ich laufen gehe, dann, wann ich will, nicht wann ich muss, weil es sich mit der Arbeit so einteilen ist. Dass ich mir einfach meine Freizeit einteilen kann für die Familie, für Freunde. Das, ja, das empfinde ich jetzt schon als sehr komfortabel. Und am 3. April werde ich merken, wie viel mir die Arbeit fallen wird. Aber die Freude in die Zukunft, die ist größer wie der Schmerz, dann nach über 30 Jahren aufzuhören. Und ich denke mir, ich habe vor 50 Jahren Arbeiten angefangen. Ja, hast das verdient. Wenn das jeder so macht, dann sind unsere Pensionen gesichert. Jetzt hast du 30 Jahre Skoda natürlich Erfahrung im Brandbuilding, auch davor schon die ganze Zeit in der Automobilbranche. Du hast ja ein geballtes Wissen an Brandbuilding, wie man es heute nennt, viel gehen studieren. Gibst du dieses Wissen auch irgendwie weiter, außer hier im Konzern mit den Leuten, die du schon zusammengearbeitet hast, aber kann man von dem auch noch irgendwie profitieren? Weil eigentlich ist das ja ein Goldschatz, den du da an Wissen in den letzten 30 Jahren aufgebaut hast oder in den letzten 50 Jahren. Das ist was total gefährlich ist, finde ich. Weil Wissen ist ja immer was du aus der Vergangenheit rausholst.
Und eine intelligente Lösung ist immer irgendwas, wo ich verschiedene Themen verknüpfe und die richtige Lösung für die Zukunft mache. Da ist es gut, wenn man Erfahrung hat, aber die Erfahrung muss nicht immer gut sein, wenn ich irgendwas neu andenken will. Und für mich war es aber total wichtig, wenn neue Mitarbeiter zu mir ins Team gekommen sind, dass ich mir den am Anfang möglichst oft geholt habe und gesagt, wenn du das anschaust, was wir da machen, wo fragst du denn, warum machen sie denn das so? Mhm. Was kannst du nicht verstehen? Weil wir haben das 20 Jahre so gemacht, 30 Jahre so gemacht, das hat funktioniert. Aber ob das irgendwie nur zeitgemäß ist, das ist stark zum Hinterfragen. Und also, weiß ich nicht, die Schubladen. Ich habe ja mit sehr, sehr vielen Führungskräften zu tun gehabt und da tauchen ja ständig neue Ideen auf. Und für mich war die Frage, wann der Markus zum Beispiel, von dem wir gerade geredet haben, reinkommt und sagt, ja, eine coole Idee, dann reden wir drüber und wenn die Idee passt und für uns ins Konzept passt, dann machen wir es. Dann lautet aber für mich die Frage, was lassen wir dafür weg? Das heißt, der Berg oder die Schublade, der Kosten, was du das Band dann hast, wenn ich mir jetzt einen neuen Anzug kaufe, muss ich dafür einen alten weg haben. Ja, das ist spannend. Das ist ein guter Tipp, ja. Und damit überforderst du ja du die Leute nicht. Und viele Leute, glaube ich, werden heutzutage überfordert, weil ständig neue Sachen kommen. Und ein neues Qualitätsprogramm und ein neues Marketingprogramm. Und das alte ist aber nicht weg. Du musst das alte weg tun. Das heißt, du fragst dich immer, wenn du die fünfte Sportart anfängst, da muss der andere aufhören, sonst wirst du in der Sportart nie wirklich gut werden. Das ist echt ein guter Tipp. Was waren so rückblickend die besten und vielleicht auch besten Entscheidungen und vielleicht auch die größten Learnings der letzten 30 Jahre? Die Entscheidungen waren diese vier Sachen, die Strukturen immer anzupassen an die Situation. Und das größte Learning für mich war, indem ich ja in den Gründer- und Pionierjahren sehr viel selber gemacht habe, dann zu lernen, dass ich Mitarbeiter, Führungskräfte habe, die ich nicht nach Verhalten beurteile, sondern nach Ergebnis beurteile. Sondern ich beurteile den Markus nicht, wie er jetzt die Autos verkauft hat, sondern ob er sein Ziel erreicht hat und 5000 Autos verkauft hat. Also das zu sagen, ich beurteile nicht das Verhalten eines Mitarbeiters, sondern ich beurteile dann seine Leistung. Weil man neigt ja immer dazu, dass man sich Mitarbeiter nimmt, die so ähnlich sind wie sich selber. Und da hat es in Salzburg einmal so einen legendären Fußballtrainer gegeben, den Otto Baric, der zwar immer so in gebrochenem Deutsch geredet hat, hat aber wirklich perfekt Deutsch können, das hat er absichtlich gemacht. Wirklich? Der hat immer gesagt, weißt du was, musst du immer 11 verschiedene Leute auf dem Feld haben, dann funktioniert das. Aha, ja, das ist cool. Das merkt man dann auch, wenn man wo schwächere Führungskräfte hat, die nehmen sie immer dann als Abteilungsleiter, als Führungskräfte unter einer, immer die genauso ticken wie sie. Damit die dieselben Schwächen und Stärken haben, damit die eigenen Schwächen praktisch nicht rauskommen. Mehr Thema war eben, ich muss mir die Führungskräfte nehmen, die das kennen, was ich nicht so gut kann oder nicht so gern will. Das ist super. Und auch zulassen, dass du sagst, okay, der Markus kann besser Auto verkaufen wie ich. Ich kann vielleicht besser in die Zukunft denken wie er. Aber das ist meine Rolle und seine ist seine Rolle. Stark. Das ist echt gut. Und du kannst besser in die Zukunft denken, wo ist Skoda in 30 Jahren? Wo Skoda in 30 Jahren wird, kann ich da nicht sagen. Aber Skoda wird Skoda bleiben und die Grundwerte werden die gleichen bleiben. Autos, die ehrlich sind, Dienstleistungen, die transparent sind, Menschen, die mit Begeisterung für diese Marke arbeiten. Das ist ja in Wirklichkeit die Marke. Die Produkte werden sich ja immer ähnlich. Aber das, wie ich es mache und was ich es mache, das ist schon das Entscheidende. Ich war gerade auf einem Faschingsball, da war eine grottenschlechte Band, eine Woche vorher war er von einer anderen, die haben alle das Gleiche gespielt, aber trotzdem war es ganz was anderes. Das ist auch unser Konzept. Das sagen wir zumindest. Lieber vielen Max, Dank für dieses tolle Gespräch. Am Ende vom Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Wordrap. Bier Wordrap. Mein Lieblingsauto außer Skoda?
Also was ist dein Lieblingsmarke, dein Lieblingsauto außerhalb der Skoda-Marke? Ein Fiat 500 Abarth Baujahr 1957, der genauso alt ist wie der 16 PS. Und cool. Der bei dir zu Hause steht? Der vielleicht irgendwann bei mir daheim steht, ja. Elfenbein mit festen Dackel. Dein Lieblingsauto in den letzten 30 Jahren in der Skoda-Familie? Das war durchgedacht. Immer der Octavia. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal elektrisches Auto gefahren bin, dann wüsste ich nicht mehr was anderes. Also jetzt ist der ENIAC. Ja. Mhm. Ja, demnächst das privates Auto bei mir vor der Tür steht. Mhm. Cool. Wenn ich nicht 30 Jahre Skoda Österreich geführt hätte, was hätte ich dann gemacht? Dann wäre ich Friseur oder Gastwirt geworden. Mhm. Friseur hätte es bei mir nicht so viel zum tun. Warum Friseur oder Gastwirt? Den Bezug zu dir? Ich habe ja HTL in Steyr gemacht und irgendwie sind zu der Zeit alle meine Kollegen zu mir gekommen und ich war sozusagen der HTL-Friseur. Cool. Und last but not least, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? Also mit dem ist wirklich gern... hätte, man ich halt nichts für so Personenkults und sowas, muss ich gleich sagen. Das war einer, der kein Bier trinkt, das wäre für mich der Dalai Lama gewesen. Mhm. Oder der Thich Nhat Hanh. Das ist sowas Ähnliches für die, die ihn nicht kennen, der in Europa lebt und wunderbare Bücher geschrieben hat. Mhm. Über Selbstachtung und alle diese Themen. Ich finde, das merkt man auch, wenn man mit dir im Gespräch ist, dass du dich mit solchen Themen schon öfter beschäftigt hast. Ich war auch dort schon, wo er daheim war, der Dalai Lama. Cool. Wo ist der daheim? Ja, also ich war in Lasavare, hat man das angeschaut, sein Winterpalast, wo er gelebt hat. Lieber Max, wir sagen danke für 30 Jahre Skoda, danke für unseren Skoda jetzt, dass wir das möglich gemacht haben. Wir freuen uns auf unser Jahr mit dem Kodiaq und hoffentlich noch viele Jahre mit Skoda gemeinsam. Wir werden ihn in Ehren halten, genau. In Ehren fahren. Wir wünschen ihn in Ehren, verletzt ihn nicht und trinkt beim Fahren nur alkoholfrei. Genau. Und wir wünschen dir eine schöne Pensionierung und genieß deine freie Zeit und ja, hast du verdient. Dankeschön, dass ich kennenlernen habe dürfen. Tschüss. Freut uns. Danke. Piert euch. Frühstück mit Bier.